Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und Bolzenir steht immer noch hier in, in Tindu hier rum und wollte mit dem lieben Kalle hier hinten reden, der gerade, ich dachte schon, das Pferd von Brutbart hier frisst Kalles Kopf, aber nein, was benötigt ist ihr? Nicht so. Gut. So, lieber Kalle, ich bin da und du bist auch da und meine Zähne sind so hoffentlich, in Ordnung sind sie noch nicht, aber was soll's. Anderes Thema, hatten wir in der letzten Folge, wenn ihr wissen wollt, worum es da ging. So, wir haben aber jetzt keine Zeit, um Leodan zu trauern oder uns über eure Zähne aufzuregen, Black Mask. Amartil wird nicht zögern, von ihrem neuen Wissen Gebrauch zu machen. Wenn wir den Palantir doch nur rechtzeitig hätten sicherstellen können, wäre ihre Suche nach Nartuil vielleicht erfolglos geblieben. Aber nein, es ist sinnlos, vergossene Milch zu beklagen. Doch tröstet euch, Bolzenil. Wir wissen, was Amartil in den Tiefen des sehenden Steines erspähte. Sie sprach davon, als ihr runterscrolltet. Sie sprach davon, als ihr und Leodan Barathiron betratet. Hat sie nicht von der Wildnis von den Trollhühen gesprochen? Also von der Wildnis der Trollhühen? Sie hat uns in ihren nächsten Zug verraten. Und vielleicht, wenn wir uns beeilen, können wir Nartuil vor ihr finden. Wir sind nicht zahlreich genug, um ihre Verdiener am Verlassen Evendims zu hindern, aber wir können wachsam sein und ihre Schritte beobachten. Zwei meiner Gefährten bewachen die Straßen, die aus Evendim hinausführen. Wir müssen wissen, was sie erwartet. Sie müssen wissen, was sie erwartet. Dass Amartil vielleicht plant, ihre Diener auf verschiedenen Straßen aus Evendim her auszusenden. Such Toro am Evendim-Tor nordöstlich von hier am Pass zu den Feldern von Fornost. Findet ihr irgendwo auf einer kleinen Anhöhe oberhalb des Barandalf-Sanddüne. Da sind sie das heutige Wort, das ist schlimm. Weit südlich von hier und östlich des Auenlanddorfes Nachtschatten. Erzählt beiden von unseren Vermutungen über Amartils Pläne und dass sie Raben nach Tinduir senden sollen, sobald die Angmarim sich bewegen. Sie sollen sich mit keiner dieser Patrouillen offen anlegen. Beeilt euch, Bolzenil. Wo Waffengewalt versagt, ist Wissen unser größter Verbindeter. Bindeter mit I. Genau, weil Kalle hat halt einen Sprachfehler. Sorry, ist halt so bei dem. Was will man erwarten? Ich sehe gerade was. Augenblick, Leute, muss mal ganz kurz hier ein bisschen umschwenken. Dann mache ich das halt so. Könnte sein, dass die Folge jetzt aus Versehen ein bisschen länger wird. Aus einem mir unbekannten Grund hat der Timer nicht im Admin-Modus gestartet, was er sollte. Zauerei. So, aber unabhängig davon geht es jetzt los. Wir wollten, mit Galornir. Sind die da unten alle? Nein, da hinten und da oben. Also den da oben kennen wir ja schon mal und den da hinten nicht. Na gut, wir gehen mal zur Bullenrastlers Wiese. Das müsste eigentlich hier relativ schnell erreichbar sein. Und werden von da dann weiterreisen. Lülülü, Kreuzung, Bullenrastlers Wiese, Evendim, Fornost, Hafergut, schnelle Reise. Nee, ist es nicht. Nicht schnell erreichbar. Boah, Sauerei. Oder? Wie ist denn das Ding hier? Wie heißt das? Nachtschatten, genau. Okay, Nachtschatten müsste gehen, ne? Dann ein Hafergut haben wir. Feste vor Rot, hoher König, Nachtschatten, ja. Am besten gleich unten gucken, lieber Black, dann passt das. So, wir sind natürlich auf dem Weg nach Nachtschatten und werden dort unser erstes Gesprächlein führen. In diesen Tage, in dieser Folge, in überhaupt. Und hast du nicht gesehen. Wird schon werden. Ich freue mich auf jeden Fall und ihr hoffentlich auch, dass wir aus Evendim wieder rauskommen, weil wir waren ja hier schon relativ lange unterwegs, auch vorher mit Level 40 und so weiter. Es war schon schön, das Gebiet wiederzusehen. Allerdings ist es natürlich auch schön, irgendwann weiterzuziehen. Natürlich will ich trotzdem nach wie vor die ganzen Aufgaben fertig machen. Das heißt, wir werden es irgendwie hinkriegen, ihr wisst schon, was ich meine, diese blöde Kuh. Man kann sie ja nicht anders nennen. Die Sarah Eichenherz alias, jetzt habe ich schon ihren Namen vergessen. Also ihr wisst schon, wen ich meine. Ne? Aber wir werden schon hinkriegen, diese blöde Kuh irgendwie Platz zu machen. So, lasst mich mal durch. Ich will heute nichts von euch, denn ich bin in
geheimer Mission hier, in geheimer Mission die Angmars Verbündete zu. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Da unten geht's hoch. Ja, Angmars Verbündete zu spionieren, ne? Spionieren, ja, spionieren. Eigentlich nicht ich, die anderen, die in geheimer Mission hier sind, um diese geheime Mission aufzuführen, die suche ich jetzt auf, in geheimer Mission. Ne, verratet niemanden, dass das eine geheime Mission ist. Also, pscht. So, jetzt habe ich es den Leuten hier aber gegeben. Lülülülü, wir sind gleich da. Irgendwo hier. Oben natürlich. Hallo, bist du hier in geheimer Mission? Ja, bist du? Was benötigt ihr? Ich danke euch für diese Nachricht, Bolzenil. Auch wenn sie nichts Gutes verheißt. Ich glaube nicht, dass Amartil ihre Krieger über die Straße, die ich bewache, in die Trollhöhlen senden wird. Aber Kalle, ich werde Kalle einen Raben senden, wenn es geschehen sollte. In einem Punkt muss ich Kalle als Wünschen aber widersprechen. Sollte Amartil diesen Weg für ihre Angmarim wählen, werde ich nicht tatenlos zusehen. Selbst wenn ich im Kampf fallen sollte, werde ich zumindest einige Angmarim daran hindern, das Auenland zu betreten. Nein, versucht nicht, mich umzustimmen. Mein Entschluss steht fest. Bevor ich ihn umsetze, werde ich jedoch einen Raben aussenden. Also, Galti, das muss jetzt nicht sein. Das Leben wegwerfen ist doof. Auch nicht für Amartil. Ha, jetzt weiß ich den Namen wieder. Erst recht nicht für die Schnepfe. Weil potenziell, wenn sie 1 gegen 10 steht, na, dann wird sie wahrscheinlich nicht mal einen mitnehmen können. Es sei denn, sie ist... Ja, ähnliches Level wie wir, würde ich meinen. So, Ader hochwertiges Eisen. Ja, das sammle ich sofort ein, wenn ich auf einem entsprechenden Charakter wäre. Ich reite natürlich, ja genau, geradeaus. Ich werde jetzt nicht die... hätte zwar wieder Schnellreise machen können, aber komm. So weit ist der Weg jetzt auch nicht. Das kriegen wir jetzt mal hin. Und dann wird das werden hier. Guck mal, da habe ich auch noch jede Menge Taten übrig. Muss echt mal wieder richtig zockeln. Ich komme in letzter Zeit halt auch mal wieder nicht dazu. Das ist schlimm. Ich weiß. Aber das wird sich hoffentlich bald wieder geben. Oder auch nicht. Oder wir werden sehen. In jedem Fall kommt ja halt noch hinzu, dass ja jetzt noch ein zweiter Kanal da ist, den ich betreuen muss. Dieser zweite Kanal, der will natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Nur hat er noch keine bekommen. Das macht aber nichts. Es wird ein Tutorial-Kanal. Ich habe da auch ein Video für Herr der Ringe Online geplant. Ich weiß nicht, wie viel ich hier schon darüber erzählt habe. In Fiesta auf jeden Fall einiges. Das mache ich ja gemeinsam mit dem Dylan. Und mal gucken, was da rauskommt und was da wird. So. In jedem Fall wird erst einmal hier hochgeritten. Wenn wir oben angekommen sind, dann reiten wir wieder runter und dann reiten wir rüber. Und dann, ihr wisst schon, naja. Ich reite erstmal den Weg entlang. Wir müssen erstmal über die Brücke hier, über den Wächter oder wie auch immer da die Typi hieß. Ist lange her, dass wir hier waren. Muss ich echt sagen. Aber ich vermisse es. Ein bisschen schon. Andererseits freue ich mich auch, wenn es wieder weitergeht. Und ich freue mich vor allem, dass ich mal wieder Tageslicht zu sehen bekomme, offenbar. Hey, Bolzenil. Geh ins Licht, Bolzenil. Tageszeit, Morgenröte. Das ist toll. So. Jo. Was will man mehr? Es graute dem Morgen, als ich anfing zu aufzunehmen. Oder es graute der Morgen, ne? Dem Morgen graute, nachdem er meine Stimme gehört hat und das Let's Play geschaut hat. Aber erst graute der Morgen, als ich angefangen habe. Ja, so war's. So, ab über die Brücke und dann haben wir den halben Weg ja auch schon geschafft. Dann sehen wir weiter. Aber, was ich noch sagen wollte, wie gesagt, die Zeit ist momentan zum selber Privatzocken viel, viel zu rar gesät. Deswegen seht ihr ja auch teilweise, ja, der Zahn kommt noch hinzu, dass mein, das letzte Video noch unbeschriftet ist. Das wird wahrscheinlich potenziell bis zu diesem Video fast noch der Fall sein. Ich hoffe, dass ich das nachher gleich noch mit schnell machen kann, wenn ich die Zeit dazu finde. Wenn nicht, naja, dann muss es beim übernächsten Mal sein. Ist jetzt auch nicht so wild, aber das kriegen wir hin. Außerdem habe ich von einem anderen Publisher halt, beziehungsweise nicht einem anderen Publisher, dem Publisher von Fiesta halt, jetzt noch eine Einladung bekommen auf einen speziellen Server für ein, sagen wir mal, nicht ein neues Spiel,
sondern eine neue Spieleadaption, nenne ich es mal. Nämlich Archeage Unchained. Ich habe natürlich vor, mir das mal anzugucken. Da kriege ich quasi eine kleine Sneak Preview auf einem speziellen Server, der halt vor Release offen ist, wo ich mich mal umschauen kann. Gemeinsam mit anderen Content-Creatern und Pressevertretern. Ich bin gefreut und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich überhaupt dieses Angebot bekommen habe. Also kleiner Hans Wurst, der ich hier bin. So, aber in jedem Fall müssen wir jetzt erstmal dahinter reiten, denn Bolzeniel, die hat noch eine Aufgabe vor sich und diese Aufgabe gedenkt, sie auch zu erfüllen. Am Tage, na hoffentlich. Deswegen werde ich heute auch beide Folgen aufnehmen, damit ich endlich mal wieder eine Tagesfolge habe. Ach, das wäre schön. Oh, ich freue mich. So, ganz schön rucki-lecki heute. Aber war ja letztens auch schon der Fall. Vielleicht ist auch einfach nur ein Spieler hier irgendwo in der Nähe, der mitgeladen wurde. In dem Fall passiert sowas ja auch. So. Zum dummen Dämonen Bargest. Wobei das schon sehr viele Spieler sein müssten, so wie oft die kleinen Microlegs. Oder sind die mittlerweile? Es kann natürlich sein, dass das im Patch mal drin war. Die Server waren ja, es gab ja wohl ein paar Instabilitäten und die gibt es ja immer noch. Sieht man ja daran, dass nach wie vor diverse Ruf-Items. Meistens sind es Ruf-Items. Ja, nee, hier wird es angezeigt. Vielleicht ist es mittlerweile gepatcht, war ja wieder Patch. Patch Day, ja genau, war ja wieder Patch Day. Und da kann es durchaus sein, dass dieser Fehler behoben wurde. Wäre toll. Weil, warum nicht? So, Toro, du bist ja hier. Der Tore geht dir. Könnt ihr nicht mal einfache Namen haben wie Bernd oder sowas? Das wäre toll. So, er hat die, er hat viel geschützt hier. Toll. Was benötigt ihr? Ich nehme mir eure Nachricht zu Herzen, Bolzeniel. Oder ich werde sie mir nehmen, sobald sich die Angmarim aus Evendim entfernen. Ja, dann werde ich einen Raben setzen, und zwar an Kalle. Bislang habe ich allerdings noch nichts dergleichen gesehen. Es war ungewöhnlich ruhig in letzter Zeit. Recht mit Kalle. Nur ganz toll. Gut, dann reiten wir zu Kalle zurück. Dummerweise gibt es hier kein Pferdchen und ich habe mich natürlich auch nicht gebunden. Wobei habe ich hier irgendwo Tinduir, Galadlotlorien. Da war, ja, wie gesagt, ich bin, glaube ich, mal einmal aus Versehen hingereist. Allerdings warte ich natürlich darauf, dass wir da irgendwann selbst von selbst hinkommen. Oder eben mal hin müssen. So, Festige Route. Ja, hier, genau. Letztens sind wir in die einsamen Berge gereist und über Schnellreisen und hast du nicht gesehen. Dabei habe ich hier einen Skill dafür, verdammt. Naja, was soll's? Es ist, wie es ist. So. Es ist auch so, dass es jetzt so langsam, ja gut, das Dunkle ist bestimmt, weil wir jetzt hier in so gerade dem Friedhofsgebiet sind. Das wird sicher gleich wieder weggehen. Ich will am Tage sein. Gib mir den Tag zurück. Oh Spiel, zeige mir das Licht. Zeige mir das Licht. Denn ohne Licht, da geht das nicht. So. Okay, wir sind gleich an der Kreuzung. Dann ist es wirklich nicht mehr weit. Und dann haben wir es auch geschafft. Ist mal wieder eine Reitfolge dieses Mal. Allerdings, ich wollte heute nicht schneiden. Wäre zwar eine Option gewesen, weil wir in dem Gebiet schon waren. Aber ich wollte heute nicht schneiden, weil ich faul bin. Okay. Sagen wir einfach, weil ich faul bin. Ursprünglich lag es daran, dass ich halt natürlich, noch eine zweite Folge hin ranhängen will. Aber ich bin auch faul. Muss ich zugeben, denn wenn ich es gewollt hätte, hätte ich es auch geschafft. Ja, deswegen schäme ich mich ein bisschen. Ein klein bisschen. Ihr könnt mir ja zur Strafe einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr sagt, dass ich mich auch schäme. Oder einen Kommentar oder ein Abo. Das wird mir dann eine Lehre sein, glaubt mir. So eine Strafe, dann wird das bestimmt nie wieder passieren. Oder aber, ihr macht gar nichts. Das wäre aber. Nee, das wäre zu sehr Belohnung. Da müsste ich ja nicht auf Kommentare reagieren. Handy ist jetzt mal gut. Was hat denn das heute? So. Das plinkert hier neben mir rum. Ich muss es bald verbannen. So, okay. Wir sind wieder unten in Tinduir angekommen. Tinduir. Und werden jetzt mal mit dem Kalle noch ein ernstes Wörtchen reden. Der Buddha Brutbart steht immer noch da. Nee, der steht wieder da, wie es aussieht. Ich dachte, er wäre auf AFK. Ist er nicht. Wie kann ich zu Diensten sein? Hab Dank, Bolzeniel.
Ich wünschte mir, ich könnte verhindern, dass die Angmar im Eventim verlassen, um Nahtriel zu suchen. Aber wir sind nicht stark genug. Wenigstens werden wir wissen, wenn sie den, wenn sie die Patrouillen auf den Weg machen. Oder wenn sich die Patrouillen auf den Weg machen. Ah, lesen kann ich heute auch nicht. Dass Galadriel meinem Wunsch widerspricht, sich still zu verhalten, ja, hätte ich mir denken können. Ich wünschte nur, sie würde ihr Leben nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Ja, das wünschte ich auch. Mein Herz sagt mir, wenn Amathil den langen Weg in die Trollhöhen durch heute ist schlimm, Leute. Genau wie jedes Mal, ich weiß. Durch die Barandalf-Dünen wählt, wird Galtonias Opfer vergebens sein und sie dem Unvermeidlichen nichts entgegensetzen können. Ja, das sehe ich genauso. Nun, da wir gewarnt werden, wenn sie Angmarim ihre Suche beginnen, müssen wir unsere eigene Suche in Angriff nehmen, wenn wir Nahtriel finden wollen. Wir müssen alles darüber in Erfahrung bringen, dessen wir habhaft werden können. Es wird Zeit, sich mit Mordi zu befassen. Was benötigt ihr? Mordi hat sich bis jetzt als gefährlicher und unzuverlässiger Gefangener erwiesen, Bolzenil. Aber er wird Wiedergutmachung leisten für seinen Verrat. Er wird uns alles sagen, was er über Amathils verlorenen Ring weiß. Oder er wird das Licht der Sonne nie mehr erblicken. Er kann nicht wissen, wo sich der Ring befindet, denn dann hätte seine Meisterin den Palantir nicht benötigt. Aber alles, was er uns über dessen Kräfte und die Vergangenheit sagen kann, könnte nützlich für uns sein. Ich werde mit euch gehen, um mit dem schwarzen Numenorer zu sprechen. Er ist in der Lage, die Gedanken anderer zu beeinflussen. Daher ist es besser, wenn wir zu zweit gehen und uns seiner Betrügereien bewusst sind. Nicht zuletzt habe ich ein paar Worte über das Schicksal Leodans mit unserem Gefangenen zu wechseln. Mordi wird den Tag, an dem er den Elb in den Tod schickte, noch bitter bereuen. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid zu gehen. Okay, willst du mit mir gehen? Seid ihr bereit, Mordi? Ich wollte nur mit dir gehen. Na, ich will aber Mordi. Na gut. Aber er weiß vielleicht was über Nahtriel und das könnte uns nützlich sein. Er kennt den Zorn der Dunedain noch nicht. Ich werde mit ihm über Leodans Schicksal reden. Er wird uns verraten, was er weiß. Aber ihr müsst gegen seine Zaubereien stehlen. Eigentlich hast du mich heute verzaubert, Kalle. Nix da. Wir brauchen Nahtriel. Immer verschmähen mich die Männer. So. Die Bolzenil ist wie immer dasselbe mit ihr. So. Es ist soweit. Vor Wut über Mordrambors gemeinen Verrat an Lerdan ist der Waldläufer Kallenglad entschlossen, den schwarzen Numenorer zu stellen, um zu erfahren, wo sich der Ring von Amarthil befindet. So ist es. Hey, Kalle, jetzt sind wir gerade allein. Willst du nicht deine Meinung nochmal ändern? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Oh, ich hab da schon was, wie du mich dazu... Ja, ich sag da nichts zu. Lasst uns mit Mordrambo sprechen, Bolzenil. Wir haben viel zu sagen und ebenso viel von ihm zu erfahren, denke ich. Wir müssen auf der Hut sein. Aus Leerlands Torheit und der unsrigen müssen wir unsere Lehren ziehen. Selbst in Gefangenschaft kann ein schwarzer Numenorer viel Ungemach bereiten. Ach, mir kann er keine schönen Augen machen. Ich hab sie nur für dich. Bolzenil ist heute schlimm, hä? Das ist, was will man machen? Ist halt, ihr kennt sie ja. Die ist halt komisch manchmal. So. Kadan wird froh sein, zum Gruß, Kallegat. Was war das? Das kam von oben. Das ist Mordi. Bolzenil kommt mit. Ihr anderen bleibt nicht hier. Ihr kommt auch mit. Was geschieht hier? Ist das? Ja, nee, nur du da ein. Okay. Kalle, ich lauf mal vor, ich bin schneller als du. Golhamnir, warum Golhamnir? Wer ist so Golhamnir? So geht es allen, die sich der Macht Angmars widersetzen. Freundchen, ich hatte gehofft, dass du meinen Triumph miterlebst. Wir werden uns wiedersehen und dann ist deine letzte Stunde gekommen. Aber trotzdem gut gelöst. Die Namen zwar ausgeschrieben, aber dann hätte ich sie auch so weggelassen bei der Sprachnachricht, muss ich sagen. Aber na gut, okay. So, Mordi ist also geflohen. Die Sau.
Das Spiel hat sich aufgehangen. Die Sau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ganz sauber. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.